Oh. Ich glaube, das war jetzt ein Lag diesbezüglich, weil es gerade neu gestartet hat. Oh cool, wir haben die ersten 25 Minuten nur damit verbracht, unser Terrain umzugestalten. Cool. Als ob das eines der besten, als ob das eines der besten Dinge ist, die man hier machen könnte. In Klammern, denkt ihr. Ich versuche einfach nur das Beste daraus zu machen. Man lässt sich aber auch gern von den Bäumen irritieren. So, dann hätte ich wirklich mal sagen, dass ihr erstmal geschafft. Stellt euch mal vor, ich mache hier eine Landestelle hin, an diesem flachen Teil. Und da kommt dann der Helikopter hin. Und von dort aus fährt man dann mit dem Auto dorthin. Das ist schon sehr Jurassic Park-like, muss ich mal sagen. Mal hier noch ein bisschen flach. Hier drumrum. Hier ist nämlich auch schon flach. Und dann werden wir hier noch mal ein paar Bäume wegmachen, aber nur wirklich so ein paar ganz wenige. Das ist am Rand vielleicht so ein bisschen. Ja, das reicht. So, jetzt würde ich mal sagen, dass wir anfangen zu bauen, war. Wir haben jetzt 25 Minuten damit wirklich vergeigt, dass wir. Dass wir einfach nur rumquasseln und in Terraform. Dabei wollen wir doch das ja alles, was wie abflachen nicht möglich. Ich muss sowas drumherum noch bauen. Meine Nase juckt. So, jetzt haben wir zumindest hier schon mal das erste Helipad gemacht. Und da können wir uns so langsam jetzt hier rausarbeiten. Werden wir sowas hier hinmachen. Am besten mache ich hier so einen Zwei-Kurven-Weg hier hin. So, sieht das gut aus? So sieht das gut aus. Ich würde sagen, es sieht gut aus. Das Einzige, was man da wirklich machen kann, ist so eine Art. Ich würde jetzt mal was testterraformen. Aber nicht ganz viel so wie Radius. Wir können ja wirklich sowas. Oh nein. Jetzt habe ich den Weg verbaut. Da kann man hier unten wieder so ein bisschen hoch machen. So eine Art Felswand drumherum bauen.
Und da habe ich was falsch gemacht. Ich habe nämlich ein bisschen zu weit nach da gebaut. So. Ansonsten gibt es noch das Terraform-Painting. Kann ich wirklich alles so felswandig machen? Und hier kann ich wirklich auch ein bisschen Gras hin machen. Ein bisschen mehr Gras. So, ein bisschen Sand. Aber ich denke mir auch so, vielleicht könnte ich hier drumherum auch ein bisschen Wasser machen. Ein bisschen geringerer Radius, so. Die Terra-Beschränkungen wollen manchmal auch nicht so, wie man es gerne will. Ach, vielleicht reicht das sogar schon. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht auch machen werde, ist ein paar Bäume abreißen. So. Und hier hinten noch ein bisschen. So. Ich denke, ups. Aber eigentlich sieht das auch ziemlich gut aus. So. Terraform Painting. Felswände. Sieht doch mal schon richtig toll aus, muss ich mal sagen. Richtig schön gebaut. So, was können wir noch an Dekorationsschilder machen? Am besten, wir bauen hier einen Wegweiser hin, Besucherzentrum Wegweiser, aber das ist ein Ankunfts-Helipad Wegweiser, das heißt, er kommt. Kann ich das auch drehen? Ja, hier. Kommt hier hin. Guck mal das Schild an. Aber auf der anderen Seite sieht er genauso aus. Das ist nicht so, wie ich das eigentlich wollte. Jetzt krieg ich das aber nicht mehr weg, ne? Shit. Ich hab's versucht. Naja, da baue ich nämlich hier noch ein Schild hin. Da gibt es ja wirklich noch Besucherzentrum Wegweiser, den muss ich mal angucken. Kann man sich auch nicht angucken, das ist problematisch. Ich sag einfach mal hier hin. Und dahin. Dann kann nämlich. Na oh Mann, ich mache alles falsch. Warum mache ich alles falsch? Wie abflachen nicht möglich. Ich will doch nur das Hotel dahin bauen. Du kleine Homo-Ehe. Will ich das so hinbauen? Da haben wir hier erstmal unser erstes Hotel. Was man hier noch so drumherum machen kann, weiß ich nicht.
Aber wir haben keinen Strom. Erdwärmekraftwerk. Das können wir so ein bisschen hier so abseits hinbauen. Aber immer noch in der Nähe von irgendwo hin. Hier zum Beispiel. So. Und die bekommen auch einen ganz individuellen Weg. Dieser Weg grenzt auch so ein bisschen dort an. So. Eine Erdwärmekrankheit, die sich... Krankheit. Ich bin schon so eine Krankheit. Ich meine Kraftwerk. Erdwärmekraftwerk, welches sich mit geothermaler Energie auseinandersetzt. Aber soll ich euch mal was sagen? Gleich ist es fertig. Nee, das wollte ich nicht sagen. Ich muss sagen, A Prehistoric Kingdom hat sich auch so ein Modell rangewagt. Und ich denke, das ist normal, weil so ein Erdwärmekraftwerk sieht ja eigentlich fast immer gleich aus. Weil die haben Leitungen, das alles, und das Gebäude und das alles, und es sieht nur eben bei Prehistoric Kingdom, glaube ich, sogar noch ein bisschen schöner aus. Muss ich jetzt mal sagen. Hier können wir nämlich schon so einen Zaun drumherum machen. Zäune. Was haben wir eigentlich alles für Zäune? Haben wir die hier? Ja, die kann man dann so als Restricted Area Zaun nehmen. Weil das alles geht. So. Genau so geht das. Stell ich mal vor, man macht wirklich eine Restricted Area. Da wird das natürlich alles an den Zaun dran machen. Bis verbaut. So. Bis zum Limit wird hier dieser Zaun dran gebaut und dann wird es hier so an die Ecke gemacht und hier weiter gebaut und schon sind wir fertig. Wir haben die Restricted Area für dieses Gebiet. Kann man jetzt noch ein Schild hinmachen, dass hier zum Beispiel steht, ja, bitte nicht anfassen, elektrische LAN oder sowas? Nö. Aber für die ganzen Pflanzenfresser und so gibt es sowas. Mist. Das Einzige, was man da wirklich machen kann, ist wirklich da noch eine Toilette hinbauen. Wie abflachen nicht möglich. Ach, da muss ich das ein bisschen umdekorieren. Irgendwie. So, da haben sie jetzt nämlich ihr eigenes Klo. Die brauchen noch ein Umspannwerk und das werde ich direkt hier hinbauen. So, jetzt haben wir hier nämlich schon so eine Art Beginning, kann man so sagen. Und das kann man hier mit dem anderen Weg hier auch so drumherum machen. So. Und dann können wir hier hinten auch Wasser hinmachen.
Und hier kommen dann noch die ganzen Bäume hin. Ich dachte aber vor allem. Oh, der kleine Baum wurde ersetzt durch einen Baumstamm. Das habe ich nicht erwartet. Und der Baum ist mir ein bisschen zu groß. Ah, die Palmen. Die Palmen wollte ich da hinbauen. Ja. Ach. So. Ist wirklich das Einzige, was ich hier machen kann, erstmal. Wirklich hier so drumherum eine Palme hinbauen. Wisst ihr was? Wir machen das einfach generell. Matsch ist verbaut. Jetzt kommt wirklich nur so in die Mitte bauen. Aber ey, das ist nicht schlimm. Ich finde, das sieht gut aus. So. Paar Palmen. 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 Ich habe schon mal eine bessere Wortwahl gehabt. Kann man hier so dazwischen vielleicht noch diese Kokospalme hinbauen? Klappt alles. Solange bis es halt keinen Platz mehr gibt. Nette Deko und so weiter. Kann man hier so links erstmal noch hier mit ranbauen. So. Perfekt. Damit hätten wir zumindest den ersten Teil des Eingangsbereichs von Jurassic Park gemacht. So. Was kommt als nächstes? Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal so ein Schöpfungsdings da. Das heißt, wir werden jetzt uns erst einmal hier so eine Brutstätte aufbauen, die mit dem Weg so verbunden ist, dass halt so mit dem Weg verbunden ist. Sinnvoller Beitrag, sinnvoller Satz. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Geht nur so. Ja. Man wird da wirklich an den Grenzen rangeführt. Für die Scheiße. Also schaffen wir, keine Sorge. Denn hier können wir zumindest auch schon mal die Wege so. Nee, ich wollte den Zaun erstmal so drumherum bauen. Das ist nämlich ein Restricted Area. Also richtig restricted. Nicht nur mit dem Zaun getrennt, sondern da ist es. Sondern auch wirklich elektrische Laden. Damit wir die gesamten Tiere hier auch wirklich halten können. Und als Dekorationsaspekt ist ja sicher nur ein Dekorationsaspekt, oder? Ja, ich glaube schon. Gäste? Nö. Schilder ist es aber auch nicht. Ha, doch. Hier.
ein Velociraptorengehege. Mache ich wegen dem Dekorationsaspekt, aber den kann man ja zum Beispiel noch ein bisschen hier so abseits von dem gesamten Ding hier bauen. Dass wir sozusagen uns hier schon mal planen, vielleicht sogar unser erstes Gehege hinzumachen. Was ist mit Erflachen nicht möglich? Merk ich. Nervt mich ein bisschen. So. Wird das jetzt erstmal hier hingebaut. Und einfach mal so eingezäunt, als wäre da irgendwas. Aber da ist natürlich nichts. Es gehört nur eben noch zur Restricted Area, genauso wie eben. Ah, vielleicht habe ich da gerade was falsch gemacht, vor allem hier so. Ein bisschen zu viel dran gebaut. Das ist aber auch nur so ein Dekorationszweck, habe ich so hingebaut, weil ich dachte, es sieht gut aus. Theoretisch können wir damit auch andere Dinosaurier hinmachen und müssen wir einfach mal sehen. Aber wir müssen auf jeden Fall auch links und rechts da vorbeikommen. Das machen wir auf jeden Fall. So, 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 so. Wollt ihr schon immer mal euren eigenen Jurassic Park bauen? Bei Jurassic World Evolution ist das möglich. Baut mit den Elementen von 1993 euren eigenen Jurassic Park. So, das können sie sich ansehen, müssen sie aber nicht. Dinosaurier, die zwischengelagert werden, bekommen für begrenzte Zeit hier Wasser und Nahrung. Das heißt, sie bekommen sowohl Fleisch als auch Pflanzen. So wie das hier. Und das hier. Ich stelle alles beides hier hin. Es wird ihnen zur Verfügung gestellt für einen zeitweiligen Aufenthalt direkt hier. So, das wäre somit der Anfang unserer Besucherstätte. Wo sie auch schon hier vorbeikommen. Vielleicht sogar schon die ein oder anderen Dinosaurier hier sehen werden. Aber ich würde sagen, so langsam geht es mal so richtig los, war. Also richtig, richtig los. Deswegen bauen wir jetzt. Aha, ich habe sogar genug Strom. Damit wäre das Problem mit dem Strom beseitigt. Weil die haben hier das Hotel, da können sie hier rumlaufen und als nächstes würde man sich ja wirklich um die ganzen